ein letztes Mal sehr wahrscheinlich ein herzliches Willkommen bei Rise of the Tomb Raider Blood Ties. Blutbande. Ich bin von mir, Gameplays als Hobby und führe uns hier durch das Croft-Anwesen, um jetzt noch die letzten restlichen zusätzlichen Relikte zu sammeln und eventuell Dokumente. Und wir dürfen gespannt sein, was da noch für restliche Informationen jetzt herauskommt. Im letzten Teil haben wir gesehen, eigentlich das Ende dieser Erweiterung. Aber es ist ja wohl noch nicht fertig, wie man sieht. Und da bin ich gespannt, wie gesagt, was dann auf eine Information herauskommt. Wir schauen mal nach. Huch. Fortfahren. Hiervon liegt sogar schon ein Brief direkt am Ausgang. Huch. Es ist aufgeräumt, es regnet nicht mehr rein. Wir haben ja jetzt eigentlich quasi keinen Beweis gefunden, dass uns das Anwesen, ich sag jetzt mal, vererbt wurde. Vielleicht finden wir da jetzt noch was. Lara, ich habe die notariell beglaubigte Bestätigung über Amelias Grab und die Entdeckung der Gruft auf dem Anwesen erhalten. Ich verstehe zwar nicht, warum dein Vater das Schicksal deiner Mutter ihrer eigenen Familie vorenthalten hat, doch damit sind alle rechtlichen Ansprüche, die ich auf das Anwesen gehabt habe, ungültig. Das Croft-Anwesen und das restliche Vermögen deines Vaters gehören für alle Zeiten dir und du kannst frei darüber verfügen. Solltest du einmal Hilfe bei der Verwaltung des Anwesens benötigen, hoffe ich, dass du dich wieder an mich wendest. Hochachtungsvoll, dein Onkel. Okay, ich glaube, an den wenden wir uns niemals. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich war so auf meinen Onkel konzentriert, darauf, ihm das Anwesen streitig zu machen, dass ich nie gemerkt habe, wie viel mir dieser Ort wirklich bedeutet. Aber seit ich hier bin, spüre ich die Gegenwart meiner Eltern. Ich spüre die ganze Geschichte meiner Familie und wie tief wir hier verwurzelt sind. Die Rede in Gedanken. Ich möchte meine Eltern ehren. Ich möchte all meine Vorfahren ehren. Genau richtig. Die Croft-Familie mag so gut wie vernichtet sein. Aber ich werde unseren Namen und unser Haus wiederherstellen. So soll es sein, die Familie ehren. Das ist nämlich sehr wichtig. Okay, wir müssen also restliche Relikte finden. Sind die hier abgebildet? Natürlich nicht, ne? Dokumente. Ich habe vorhin auch hier unten Dings bekommen. Errungenschaft bei Steam. Komplette Familiengeschichte. Und uns fehlen 4 Relikte. Finden wir die noch? Die Frage ist, wo müssen wir nachschauen? In der Gruft vielleicht? Beziehungsweise ich frage mich generell, wo sollen wir die denn jetzt finden? Ich meine, wir waren jetzt wirklich schon überall. Hier können wir ehrlich gesagt nirgends hin. Wirklich rennen können wir leider auch nicht. Die Dinger hier aufbrechen können wir wohl auch nicht. Wo finden wir die restlichen Relikte? Meine Freundin schreibt gerade, muss ich gerade mal zurückantworten. Ihr kennt das ja bei mir. So, weiter geht's. Sie fragt gerade, ob ich noch wach bin. Sie hat Nachtschicht. Wir haben jetzt 2:30 Uhr morgens. Ich habe zum Glück mal Urlaub. Zur Abwechslung. Ja. Da werde ich natürlich ein bisschen aufnehmen. Das Doof ist nur, wenn sie heimkommt, schmeißt sie mich aus dem Bett raus. Das heißt, lange Zeit zum Schlafen habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Gibt es noch restliche Relikte unten? Im Keller oder sowas? Ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Ahnung, wo ich nachgucken soll.
Auf die andere Seite kommen wir einfach nicht. Ich würde gerne mal da auf die andere Seite kommen, irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier schon drin waren. Ist irgendwie so eine Art geheimer Raum oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber hier ist alles zugestellt. Gucken wir nochmal in den Keller, ne? Läuft direkt raus. Ah, okay. Das zerbrochene Schwert, das ich aus Yamatai mitgebracht habe. Wie geil ist das denn? Wer Tomb Raider 2013 bei mir geguckt hat, weiß Bescheid, was das für ein Schwert ist. Oh, das ist ja cool, dass es hier mit reingebaut wurde. Aha, ein Rucksack von uns. Das ist doch der Atlas. Der Atlas. Was für eine Handwerkskunst. Sophia hat darauf bestanden, dass ich ihn mitnehme. Cool. Okay, das waren jetzt zwei Relikte. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei, die uns noch fehlen. Da auf dem Tisch liegt noch etwas. Revolver? Ich weiß noch, wie ich damit zum letzten Mal geschossen habe. Waff-Pistolen. Auch vom ersten Teil. Also Tomb Raider 2013. Okay, was wird das letzte sein, was wir finden können? Und hier sehen wir Andeutungen an den dritten, also den nächsten Teil, Shadow of the Tomb Raider. Auf der Karte sehen wir Mittelamerika, Lateinamerika, beziehungsweise Mexiko, New Spain. Genau dort spielt nämlich der dritte Teil ab. Das sieht man ja auch nochmal im, ich sag jetzt mal, im letzten Video von diesem Spiel, wenn wir Rise of the Tomb Raider durchgezockt hat. Abspannen, da sieht man diese Karte da auch nochmal direkt und es zoomt ja dann darauf hinzu. Das weiß man also auch, dass es dann da spielt. Cool, da oben sind meine Bogen. Aber das sind nicht die Relikte. Das heißt, ein Relikt fehlt uns jetzt noch. Werden wir es finden? Ich würde jetzt mal einfach drauf losrätseln, entweder im Geheimlabor oder in der Familiengruft. Woanders könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwo sein sollte. Oder vielleicht ein verbotenen Flügel, aber im Westflügel. Das könnte natürlich auch sein. Blöd, dass man nicht rennen kann. Sonst würde ich hier erstmal durchrennen wie sonst was. Schauen wir hier erstmal nach. Wo schläft eigentlich Lara? Wo ist ihr Kinderzimmer? Also ihr altes Kinderzimmer? Okay, hier haben wir aber auch nichts. Laufen wir mal da lang, wo die Geistererscheinung war von ihrer Mutter. Diesmal scheint ja auf jeden Fall keinen zu sein. Hier gibt es aber auch nichts, wie es aussieht.
Sicherheitshalber gucke ich halt eben doch hier überall mal nach. Aber wie gesagt, ich würde jetzt mal sagen, dass es mit Sicherheit entweder in der Familiengruft zu finden ist oder im Geheimlabor. Die Familiengruft ist jetzt näher, also gehen wir da zuerst hin. Oder? Uns fehlt da noch ein. Genau, ein Relikt fehlt uns noch. Rose. Meine Urgroßmutter Rose, wegen ihres untadeligen Rufs auch Goldene Rose genannt. Was sie wohl von mir gedacht hätte? Eine Goldene Rose. Und hier unten rechts habe ich eben gerade von Steven gesehen, 100%. Sehr schön. Und nu? Und nun, jetzt habe ich alles. ...42 von 42, 54 von 54. Tja, und was jetzt? Können wir vielleicht raus? Nee. Tja, ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich machen könnte. Gehen wir einfach nochmal ins Büro zurück. Aber ich glaube, das wird nichts bringen. Gespeichert. Tja, könnte mir vielleicht jetzt einer sagen, weil ich das noch zu machen habe? Nö, du. Denke ich mal weniger. Wir haben keine Aufgabe mehr 100% abgeschlossen. Das war wirklich einfach nur Zusatz, dass wir jetzt nochmal ein bisschen was finden können. Ja, cool. Dann haben wir es ja geschafft. Alles klar. Das war Rise of the Tomb Raider Blood Ties bzw. Blutbande auf 100%. Interessante Sachen haben wir erfahren. Beziehungsweise das Wichtigste, was ihrer Mutter eigentlich zugestoßen ist. Und ja... Alles scheiße gelaufen, würde ich sagen. Tja, was soll man dazu sagen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, so das Fazit. Ich meine, das Einzige, was jetzt noch offen ist, wo ist Winston? Was ist mit Winston passiert? Wer hat Winston gesehen zuletzt? Wo ist er hin? Kein Abschiedsbrief, nichts. Er ist einfach nicht mehr da. Keine Ahnung. Okay. So, das heißt, wir haben Hintergrundgeschichte bekommen. Hier gibt es zwar immer noch mehr Zusatz- und Bonuswelten, aber die sind eigentlich... haben nichts mehr mit der Story zu tun, so wirklich. Das ist just for fun gegen so Art Zombies oder sowas, aber darauf habe ich jetzt keine Lust, weil das hat eigentlich jetzt nichts mehr hiermit zu tun. Und da werde ich dann ab morgen anfangen mit Shadow of the Tomb Raider. Ich hoffe, ihr seid dabei. Für euch ist es nicht morgen, das ist... wobei, wenn ihr den Teil seht, ist es für euch morgen. Aber... ich nehme den Teil jetzt am, was haben wir für ein Datum? 19. September auf. Also ihr seht den da wahrscheinlich, keine Ahnung wann, 24. September vielleicht erst oder so. Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Auf jeden Fall. Das war von Nöher Gameplays als Hobby mit diesem kleinen Bonusvideo von Rise of the Tomb Raider.
Viel Spaß. Ihr könnt einen Daumen oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Auch die Information und diese eine kleine Jumpscare. Scare. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne tun. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch Abonnenten bleiben würdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei entweder bei hier beim nächsten Teil, also beim dritten Teil von Lara Croft und als Tomb Raider. Beziehungsweise auch bei anderen Let's Plays, wie vielleicht Zelda Twilight Princess. Auf jeden Fall viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis denn. Tschüss.